Ihr Lieben, ich grüße euch vom Welt im Wandel Kongress hier in Würzburg. Ja, und wenn ihr nicht dabei gewesen seid, haben wir jetzt eine Überraschung. Und zwar werdet ihr diesen Kongress im Online-Kongress noch einmal sehen oder auch zum ersten Mal erfahren. Und glaubt mir, es ist, ich habe keine Worte. Geheimnisse werden enthüllt, Tränen sind geflossen und wir hatten sehr sportliche Einlagen hier auf der Bühne. Sei einfach mit dabei, ich freue mich auf jeden Einzelnen, vor allem auf dich. Weil das, was wir wirklich sind, das ist ja Liebe. Also unsere Seele, die ist ja Liebe. Und das Einzige, was uns davon trennt, wenn wir denken, wir fühlen das nicht und wir haben da keinen Zugang, dann ist es einfach das, dass wir Glaubenssätze haben und Vorstellungen, die das verhindern. Und wir identifizieren uns dann mehr mit diesen Glaubenssätzen als mit dem, was wir wirklich sind. Also das Event ist wirklich sensationell. Es kommen Menschen zusammen in einem Raum, wo Bewusstsein entsteht, wo so viele unterschiedliche Eindrücke sind und so viel Wärme auch miteinander, dass man hier aufmachen kann. Man kann aufmachen in der Gruppe mit vielen anderen, mit Referenten in Seminaren und auch mit dir und es ist wundervoll. Ich habe eine ganz große Überraschung und ich will nur so sagen, wir tauchen wieder hinter die Schwelle. Ich wünsche jedem Menschen, der sich noch nicht auf den Weg begeben hat, sich alternativ zu informieren, dies zu tun. Na, einfach auch die andere Sichtweise in seinem Leben reinzuholen und zu sagen,
ja, zu sehen, wie faszinierend es ist. Ja. Es ist ein Geschenk ans Leben. Ja, aber viel mehr mitnehmen können für unsere spirituelle Weiterentwicklung. Es ist, und wir werden wiederkommen. Es ist ganz großartig hier. Ja, ist für uns ein Pflichttermin, aber jetzt positiv gesehen, weil es ist so viel Erfahrungsschatz, so viel interessante Sprecher und Fachleute, die man in dem Mainstream niemals zu hören kriegen würde. Auch jetzt gerade Dr. Reuter, das war ein Highlight. Ja. Aber jeder, der hier vorne auf der Bühne steht, ist klasse, ein Phänomen. Noch viel, viel mehr Mutige dabei, die einfach sagen, ich will wieder so leben wie vorher und ich gehe wieder auf sowas. Und es wird in einem Jahr sein, am 24. und 25. September haben wir hier wieder gebucht. Wir sind bekloppt, ich weiß es, wir haben wieder gebucht, wir wissen nicht wie und was und wo und überhaupt und unter welchen Umständen, aber wir sind hier. Und wir auch.